In einer spannenden Zeit nach der Bundestagswahl und während der Sondierungsgespräche hat sich der größte Recyclingverband Europas, der BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung, in Marienfeld getroffen. Unternehmerinnen und Unternehmer kamen dafür Anfang Oktober nach Marienfeld, beschäftigten sich mit der Frage, wie die Zukunft der Recyclingbranche aussehen wird. Die BVSE-Mitgliederversammlung hatte zuvor jedoch die Aufgabe, eine neue Verbandsspitze zu wählen. Denn BVSE-Präsident Bernhard Reiling stand nicht mehr für eine neue Kandidatur zur Verfügung. Bernhard Reiling zog in seiner Abschlussrede eine positive Bilanz seiner Amtszeit. Fast 30 Jahre Präsidium, fast 10 Jahre Präsident und fast 1000 Mitglieder. Auch mit der wirtschaftlichen Lage der Recycling- und Entsorgungsbranche zeigt er sich zufrieden. Aber im Moment, möchte ich sagen, geht es uns, glaube ich, insgesamt in den Sekundärrohstoffmärkten gar nicht so schlecht. Reiling ging aber auch in seiner Rede auf das gesellschaftliche Klima in Deutschland ein. Aber was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn man Menschen diffamiert, diskriminiert, stigmatisiert, wenn man anfängt, die Gesellschaft zu spalten, und da mache ich mir ein bisschen Sorge. Politik ist das eine. Die mediale Berichterstattung ist das andere. Aber wir als Menschen, wir müssen doch zusammenhalten und niemanden ausgrenzen. Zum Ende seiner Abschiedsrede griff er das Thema Klimaschutz auf. Aber eins müssen wir natürlich auch wissen, und so selbstbewusst sind wir, dass wir ein Teil der Lösung sind. Nicht wir als Personen, sondern wir als Unternehmer. Im Recycling, ja, sparen wir CO2 ein. Für den Hauptstadtjournalisten Hans-Ulrich Jörges scheint das klar zu sein. Sie sind ein sehr spannender Verband. Mir ist in wenigen Minuten einiges über Sie erzählt worden. Und wenn ich sage, Sie sind spannend, dann meine ich das ganz ehrlich. Wenn ich mir das hier angucke, wer alles als Fachverband hier dabei sitzt, beeindruckend. Sie sind, glaube ich, in jeder Hinsicht im Zentrum der Ereignisse, auch der politischen. Das sieht auch der neu gewählte BVSE-Präsident Henry Forster so. Er macht klar. Ein Weiter-so wird es sicherlich nicht geben. Das ist aus meiner Sicht auch die Chance für unsere Branche, das Thema Kreislaufwirtschaft in den Alltag von Wirtschaft, Verwaltung und Privathaushalten viel mehr zu integrieren. Umso wichtiger ist es für unsere mittelständisch strukturierte Branche, dass die politischen Rahmenbedingungen verlässlich und klug gestaltet werden und wir auch politisch geschützt werden. Darauf sind unsere Unternehmen angewiesen, die nur dann ihre Innovations- und Schaffenskraft entfalten können. Klima- und Ressourcenschutz sowie die Versorgung der Industrie mit Sekundärrohstoffen sind zentrale Aufgaben einer modernen Kreislaufwirtschaft.